Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu My Time at Portia. Lange Rede, gar keinen Sinn, wir zocken los. Wir haben heute, was haben wir denn heute vor? Mal gucken. Also, ich denke mal, wir werden uns heute ein bisschen überraschen lassen, was wir vorhaben. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein Inventar, was wir ein bisschen lernen sollten. Ich habe ja noch in der letzten Folge ein paar Dinge abgeholzt hier. Und das werde ich jetzt erstmal schön in unser Inventar packen. Und ansonsten mal gucken, ob wir dieser Folge Emily hinkriegen. Oder Emily finden, besser gesagt. Und ich überlege ja, dass wir jetzt endlich mal den Mixer hier starten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dafür brauchen wir Carbonstahlbarren. Können wir diese schon machen eigentlich? Carbonstahlbarren. Ja, sehr gut. Die können wir machen. Und wir benötigen... Dann machen wir erstmal jetzt den Mixer. So. Mixer. Genau. Und zwar brauchen wir Kupferbarren. 3 Stück. Die werden wir mal gleich in Auftrag geben. Kupferbarren 3 Stück. 1, 2, 3. Dann benötigen wir einfache Schaltkreise 2 Stück und Schleifklingen 2 Stück. Die Schleifklingen benötigen wiederum 2 Carbonstahlbarren und die Carbonstahlbarren benötigen wiederum 2x Holzkohle. Das heißt, wir werden dann erstmal noch Holzkohle herstellen. So, 2x Holzkohle. Zack. Also ihr seht, es verschachtelt sich alles immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich habe gesehen, ich habe noch Brot im Inventar. Brot. Brot. Wer kennt das nicht? Brot. So. Und das ist Toadie. Aber ich sehe, da kommt jemand auf uns zu. Da hinten ist Emily. Emily kriegt jetzt ihren Eimer. Emily. Hey, that's my bucket. You took it back from the Banderats? Thank you so much. You're not hurt, are you? Here, take some eggs as my appreciation. Nein, Emily, mir geht's wunderbar. Und danke für die Eier. So. Damit hätten wir das jetzt. Und jetzt brauchen wir nur noch Gast und seine Lampe. Gast müsste ja jetzt dann hoffentlich gleich in dem Büro sein. In A und G. Konstruktion. Aber vorher gehen wir natürlich in die Handelsgilde wie immer rein und werden uns einen neuen Auftrag suchen. Wahrscheinlich werden, kriegen wir jetzt... Ach, Higgins ist ja schon da. Na toll. So, was haben wir denn hier? 4 Bücherregale, einen dunklen Kaffeetisch, 5x Faden oder 22x Fell? Probier mal mit Fell. Das klingt nach einem Auftrag, den wir machen könnten. Schauen wir uns das Ganze mal an. 22x Fell ist aber auch ganz schön viel. So, was benötigen wir denn für Fell? Also, für das Fell, so rum. Fell. Wir haben schon 29 Stück im Inventar, sehe ich das richtig? Da müssten wir jetzt mal gucken. Da hier. Sehr schön. Können wir gleich machen. So, 22 Stück eingesammelt. Die Eier dafür dann mal abgegeben. So, na, das war jetzt ein leichter Handelsauftrag, oder? Solche Handelsaufträge liebe ich, wenn ich da schon die Hälfte oder alles im Inventar habe. Das finde ich klasse immer. So. Oh, Pinky. Pinky werden wir gleich mal beschenken. So. Haben wir das auch erledigt. Und dann gehen wir Pauli, dem Auftraggeber, seine Felle. Hi. Danke, komm jederzeit in meinen männlichen Möbelladen und hol dir ein paar Sachen. Na du, lass mal. Dafür bin ich nicht männlich genug. So. Haben wir die Aufgabe auch erledigt. Schauen wir mal, ob wir jetzt Gast hinkriegen hier. Müsste ja eigentlich mittlerweile hier sein, oder?
Arbeitet der vielleicht mal? Das wäre schön. Da hinten ist er. My lamp. So dirty it is. Don't want it anymore. Ja, er will sie nicht mehr. Na, dann, ja. Das ist leider Gast. Also ich finde ihn wirklich total arrogant. Ich weiß auch nicht, wie einige da total abgehen bei ihm und ja, ihn toll finden, aber das ist halt, ne? Muss jeder selbst entscheiden. Ich mag ihn nicht. Absolut gar nicht. So. Und ich habe mich jetzt heute dazu entschlossen, wir gehen heute nochmal in eine Ruine rein. Wir werden jetzt die Ruine oben neben der Ziviltruppe nochmal aufsuchen. Und müssen wir mal gucken. Ja, von hier aus kommen wir ja auch hoch. Genau. Gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Ja, das sieht alles gut aus. Wir werden auch demnächst mal ein bisschen Portia erkunden, ein bisschen mehr. Jetzt nehme ich noch so zwei, drei kleine Ecken, die eigentlich ganz schön sind. Und wo man den einen oder anderen Schatz halt noch findet. So, nee, wir werden hier hinten jetzt die Ruine erkunden. Genau, das werden wir jetzt noch machen. So. Und ein paar Ressourcen kriegen. So. Da hinten ist gleich etwas relativ nah unter der Oberfläche auch sogar. So, und wo geht sie weiter? Nirgendwo. Hm. Schade. Aber hier ist ein Eisenvorkommen. Das werden wir uns jetzt gleich mal hier sichern. Geht's denn jetzt weiter? Was bist du eigentlich hier? Du warst jetzt Bleierz, ne? Nee, Manganerz. Oh. Sollten wir uns auch mal mitnehmen. Wie gesagt, so Erzadern sind nicht schlecht, wenn man sie dann doch findet, dass man da ein bisschen länger verweilt, ein bisschen mehr abbaut. Und einfach auch Vorrat sammeln, das ist schon ganz gut. Sonst rennt man wirklich wegen jeder Kleinigkeit dann halt in die Mine rein und ist eigentlich nur am Suchen, deswegen so ein bisschen Vorratshaltung ist da, Vorratslagerung ist da schon gar nicht so verkehrt. Und mit den Kisten und so, was ich euch ja da gezeigt habe, damit kommt man ganz gut zurecht. Wir werden auch später jetzt im Laufe der Zeit dann auch unsere Kisten austauschen gegen andere Kisten, die dann noch mehr Lagerplätze halt haben. Das ist dann sogar noch ein Stückchen sinnvoller. So. Hier glaube ich schon fast ausgeschöpft, oder? Jedenfalls sieht das so aus. Ja, haben wir es ausgeschöpft. Sehr gut. So muss das sein.
Okay, und dann, na, guck mal. Haben wir ja gleich sogar noch ein paar Punkte, die wir ansteuern können. Und eventuell sogar das ein oder andere Relikt. Da würde ich mich ja sehr drüber freuen. Aber einfacher Schaltkreis und alte Teile. Das ist auch nicht so verkehrt. So, dann bringen wir uns ein Stück nach oben. Die nächste Kiste. Oh, Datendisk, Energiestein. Oh, hier ist aber viel. Und die nächste Erzader. Ach, sehr schön. Aber da werden wir jetzt nicht verweilen. Die werden wir durchschreiten. Das ist sinnvoller. So, wo geht's jetzt hier weiter? Und wenn wir hier nochmal abbiegen. Und dort dann uns wieder buddeln. So. Und ja, wenn wir uns da lang buddeln. An der rechten Ecke seht ihr auch schon wieder die nächste Erzader. Oh, Versammlung. Uiuiui. Die habe ich ja komplett gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da müssen wir jetzt dann doch mal ganz schnell abbrechen. Und zur Versammlung. Mann, habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dann werden wir uns da mal hinbegeben. So, Gott sei Dank kann man hier runterspringen. Zack. Und dann geht's hier weiter. Hoppala, zack. Schon sind wir da. Ja. Mit Gast hat man schon geredet. Hey! Sam was telling me how you defeated the mutant rat creatures. That's so brave of you. Dankeschön. See you. Hi. So you've met the Bandit Brothers, I've heard. They're mostly harmless, but you never know what they'll do next. See you. Spend your time on tasks that you actually need to do. Only a fool would fall for what those two idiot bandits can scheme up. Ja, na danke. Hi. I heard that your debt collectors turned out to be the Bandit Brothers. Watch out for those two. Könnten wir das mit diesen Banditenbrüdern vielleicht mal nicht so breit treten? Hey, I did great on the last test. I wonder how well my sisters did. See you. Hello. You know, the Bandit Brothers tried to bargain with me before. They tried to sell me a rock and told me it's some jewel from Ethia. Bye-bye. So, Toadie noch? The ruins underneath Portia were probably the natural habitats of these rats. There was bound to be conflict when we built the town on top of them. Ja, die Stadt muss aber irgendwie auch aufgebaut werden. Bye. So, und Sonja? Können wir noch Sonja mal reden? Hey! Ja. I heard from the customers that you had a run-in with the bandits. They show up at the restaurant sometimes, but they almost always try to eat and run. Django lets them, though. Something about it's bad for one's honor to let people go hungry. Ja, Django ist aber sehr nett. See you! So, das haben wir und geht die Versammlung los. I'm pleased to announce that we found the culprits for the stolen items. It appears to be a band of bandy rats hanging around town. Fortunately, they've been dealt with by the new builder in the Civil Corps. So I'd say this current ordeal is at an end. We have some of the items recovered in my office. Come and see if your item is among them. Ich finde es ja lustig, wie es in Englisch ausgesprochen wird, Bandy Rats. Also das finde ich ja fast noch viel cooler als den deutschen Namen Banraditen. Also Bandwidats finde ich fast besser. So, weiter geht's. Since the last fireside meeting,
I've obtained enough capital to commission the construction of 5 DD vehicles to form the Porsche transportation system. Genau, jetzt beginnt es mit diesen TÜV-TÜV-Fahrzeugen. Also da müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir ganz viel Zeugs kriegen, dass wir ganz viel Aufträge davon für unsere Werkstatt uns einheimsen. Die bringen nämlich ordentlich Schotter, ordentlich Rufpunkte. Das ist schon ganz gut so. We're in the process of visiting the builders in our town to get them signed up on this project. When this system is complete, Porsche will enter a new stage of rapid expansion and become a beacon of development in the free cities. I hope that everyone looks forward to it. Ja. Genau. Das war jetzt quasi schon die ganze Versammlung. Können noch mit Django quatschen. I wish I was there to see you defeat the Rat Prince. Must have been quite the battle. Goodbye. Und Dr. Zoom. Hello. Phyllis told me about your adventure in the Amber Island Cave. So how did it go? Not hurt anywhere, are you? Nein. See you. Mir geht's hervorragend. So. Wieso habe ich jetzt eigentlich... Ach, ich habe gerade in der Leiste mich vertan. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich denn eigentlich noch alle Ausdauerpunkte? Aber nein, wir haben keine Ausdauerpunkte wieder gewonnen. Das war meine Lebensleiste, die ich dann gesehen hatte. Ressourcen an der Oberfläche ein. Und wir haben ein Level Up. Wir sind jetzt Level 19, Leute, und können einen neuen Skillpunkt verteilen. So, wir machen wieder intensives Training. Dadurch erhalten wir diesmal 15% mehr Erfahrung. Das ist ganz gut. Eine neue Mission haben wir nicht. Wir sind momentan missionslos, aber das wird sich dann ab der nächsten Folge ändern, weil wir dann die TÜV-TÜV-Mobile wahrscheinlich bauen müssen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werden die nämlich quasi freigeschaltet. Also die Aufträge werden freigeschaltet und dann können wir uns um diese dann kümmern. Ans Ende unserer Ausdauerpunkte kommen. Ja, die letzte Folge war lang. Diese wird dafür kurz werden. Das ist halt manchmal so. Da hat man lang und kurze Folgen. Lange und kurze Folgen. So rum. Genau. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwas in die Länge ziehe. Das würde euch nicht gefallen. Wir werden unsere... Was ist hier passiert? Kleiner Quälgeist. Du wirst vielleicht feststellen, dass deine Arbeit an diesem Morgen ohne deinen geschätzten Briefkasten etwas schwerer ist. Ohne deine Glieder. Ohne deine Glieder wird sie noch schwerer werden. Hör auf, nur durch die Stadt zu laufen und Dinge zu erledigen. Als wärst du eine Art Geschenk für an Portia. Verschwinde. X. I should probably report this to the Civil Corps. Das sollten wir wirklich melden. Vandalismus. Der Briefkasten ist kaputt und muss so schnell wie möglich repariert werden. 2 Holz benötigt, um den Briefkasten zu reparieren. Bestätigen. Zack. Er ist wieder gesund. Unser Briefkasten. Und wir können auch die Briefe gleich mal lesen. Vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte komm pünktlich um 19 Uhr. Und vom Forschungszentrum. Wir haben etwas Nützliches auf der Datendisk gefunden, die du uns gestern gebracht hast. Wir müssen uns noch einiges durchsehen und senden die Ergebnisse innerhalb von 4 Tagen zu. Genau, wir sollen übrigens dann jetzt, weil unser Briefkasten zerstört wurde, mal uns an Arlo wenden und Arlo alles erzählen. Also, dass unser Briefkasten Kafuchi ist und wir ihn reparieren mussten. So, bevor wir das machen, muss natürlich ein neuer Tag her. Aber erstmal werden wir unser Inventar hier ein bisschen leeren. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit.
Und dann werden wir hier ein bisschen was ablegen. So. Dann ein paar Sachen Holz und Dressing. Gut. Ach, alte Teile habe ich ja auch noch, wie ich gerade sehe. Die kommen dahin. Zack. Sehr gut. Und dann können wir mal gucken, was für unser Mixer hier schon fertig ist. Zum Beispiel die Kupferbarren sind fertig. Die Holzkohle ist fertig. Das heißt, wir können da unsere Carbonstahlbarren jetzt anfangen. Wir können unsere Kupferbarren anbringen. Und wir können schon mal die Schaltkreise organisieren. Das werden wir auch noch machen. Zwei Stück benötigen wir. Wo sind sie? Da, Schaltkreise. Habe ich nicht gerade Schaltkreise reingemacht ins Inventar? Also in die Kiste. So. Schaltkreise. Und die Schleiftlingen müssen wir noch machen. Genau, dafür brauchen wir die Carbonstahlbarren. Ja. Und den Rest haben wir alles da, wie ich gerade so sehe. Okay. Was wir noch machen können, ist, damit wir noch unsere Kasse ein bisschen aufbessern. Wir werden... Warte mal, habe ich gerade richtig gesehen? Genau. Kräutertee habe ich doch richtig gesehen. Den Kräutertee brauchen wir noch später. Ne, wir werden uns die Steinhocker mal ein bisschen hier anschauen, beziehungsweise uns welche bauen. So. Nochmal 10 Stück dazu. Dann haben wir nämlich der Stein verbaut. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Und wir werden später dann auch noch Geld kriegen. Also in der nächsten Folge. Weil für die Folge machen wir jetzt Schluss. Wir haben wieder ganz viel geschafft. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein bei My Time at Portia. Werden wir dann in dem nächsten Tag starten. Und ja, vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Würde ich mich wie immer total drüber freuen. Und mit den Worten sage ich, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.